Hört auf zu singen! Ah. Wir fangen den Stream mit einmal Streicheln an. Ich muss aber auf die andere Seite, richtig? Kann hier jemand der Katze mal erklären, dass sie nicht gut singen kann? Ich glaube, ich muss mir ein Sitzkissen holen. Ich glaube, also generell, also ich habe kein Sitzkissen. Es nervt mich, dass der Stuhl jetzt so abgeschnitten ist, aber ich habe keine Lust, den ganz. Also. Wir bekommen unsere Aufmerksamkeit auch auf anderen Wegen. Luna Lee 1 PF. Dankeschön für die 100 Bits. Danke. Dankeschön. Was? Nein! Hör auf! Was hat er denn jetzt gemacht? So, was wollten wir denn machen? Wir haben 69.000 Geister übertragen. Entschuldigung. Was sind das? Ach, die Kodama, okay. Die Kodama-Viechis. Also, wir könnten. Oh. Aber es ist eigentlich gar nicht so viel. Es sind eins, zwei, drei Kreise und eine Nebenmission. Ist doch easy, oder? Das ist doch. Also. Nee, zwei Nebenmissionen. Ja, easy, das ist also da, also. Ein Kappa können wir auch noch mitnehmen. Komm, wir holen den Obern, die Goldmünze. Und dann? Dann holen wir den Kappa und dann sind wir fast schon bei der Hauptstory. Richtig? Abstimmung ob Haupt- oder Nebenstory? Nee. Also tut mir leid, aber also da bin ich zu egoistisch. Ich will alles spielen. Ihr könnt froh sein, dass ich nicht vorhabe, alle Geister zu sammeln, okay? Zumindest nicht im Stream. Das ist das Einzige, was ich euch zugutekommen lasse. Zeitquest oder Neben, sorry. Es regnet. Wo sind wir denn hier? Ich weiß nicht, ob das so schlau war, aber wir kriegen das hin. Ich bin sneaky. Bugs hatten wir an sich noch nicht. Nee, nur Abstürze. Aber also Bugs hatten wir. Irgendwas hatten wir bestimmt. Irgendwas, ich weiß nur nicht mehr was, aber nichts Schlimmes. Was denn? Wo denn? Und? Ach, da. Hallo du. Ja, du ein Feini bist du. Wann kam es eigentlich mit Feini? Eigentlich hasse ich es voll. Ich habe es mir nur auch angewöhnt. Begeistert, wenn du alle sammelst. Wärt ihr das wirklich? Hau rein, Kumpel. Sadako gehabt. Ich hasse sie. Ich finde das voll die coole Mach Idee. schön langsam. Also mit Sadako. Auch, also, ist ja nicht deren Idee, aber Du wie bist sie ja es ein umgesetzt echter haben. Tierfreund. Findest du? Ich mach doch gar nichts Besonderes. Danke für Geld. Mit Gatze, glaube ich. Nee, Feini war mal bei Hunden. Oh, da ist die Neben. Hä, da ist noch eine Nebenquest. Ach, die habe ich schon gemacht. Ach so. Deswegen wird sie mir auch auf der Karte nicht mehr angezeigt. Ich dachte gerade schon. Ist es nicht? Ich mag sie nicht. Ich finde die cool umgesetzt. Ich finde die cool umgesetzt. Steindecke für Bruno. Ja, jetzt also. Also da finde ich den Clown schlimmer. Katzen wurden Gatzen und aus Hunden Feinis. Ja, da finde ich Feini besser als Gatze. Da sind zwei Hunde unten. Drei Hunde. Wo? Ach, über mir, ja, das ist mir egal. Hunde. Ich meine Katzen. Keine Fische hier, die wir fangen könnten. Damals auf dem Land habe ich im Fluss geangelt. Danke, Kaka. Hä? Was gab's? Das war jetzt random. Hallo. Lass mich schlafen, einfach nur schlafen. Mit all der Aufregung finde ich nur etwas Ruhe, wenn ich Futter habe. Da steht genug. Mach die Dose halt auf.
Wirklich schade, dass den Menschen, was den Menschen zugestoßen ist. Sie haben viel für uns Katzen getan. Das ist nicht fair. Würde keine Katze jemals sagen. Wirklich. Wirklich schade, was den Menschen zugestoßen ist. Sie haben viel für uns Katzen getan. Das ist nicht fair. Also, niemals. Niemals. Was ist das? Zum Glück hat er uns diese wichtige Information gegeben. Ja. Ja. Zurück zu Animal Shelter Simulator. Zum Glück ist mir beim Tippen aufgefallen, dass es ein schlechter Spruch geworden ist. Sowas kenne ich. Da fehlt nur das Kappa. Ah, okay. Oban, eine Goldmünze, die während der Edo-Zeit als Zahlungsmittel von hohem Wert diente. Eine Goldmünze, ja, das hatten wir schon. Basierend auf ihrem Wert in Reis und Buchweizen geht man davon aus, dass ein Oban heute in etwa 600.000 bis 3 Millionen Millionen Yen. Was? 3 Millionen Millionen Yen wert wäre, was ungefähr 5.000 bis 25.000 Euro entspricht. Also 3 Millionen Millionen Yen sind schon viel, oder? Was ist hier? Bürgerbegehren, Stadtverwaltung. Hört auf die Bevölkerung, hört uns zu. Nein, 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 ich wollte lesen, Mann. Jetzt hör auf. Stopp die Zwangsräumung, stopp die Zwangsräumung. Entschuldigung. Und hier? Räumungsbeschluss, Abmahnung. Der Grund und Boden, auf dem sie sich niedergelassen haben, liegt im Wirkungsbereich der städtischen Baugesetze. Das Errichten provisorischer Behausung verletzt nicht nur die Bauordnungsbestimmung, sondern gilt auch als rechtswidrige Nutzung des öffentlichen Raums. Sie besetzen auf illegale Weise staatseigenes Land. Darüber hinaus gefährden ihre Behausung und Abfälle die Evakuierungsabläufe, die im Falle einer Naturkatastrophe greifen. Offenes Feuer in dieser provisorischen Siedlung bedeutet zudem eine Brandgefahr und wirkt sich negativ auf die Nachbarschaft aus. Sie werden hiermit aufgefordert, das Gelände umgehend zu räumen und alle persönlichen Gegenstände zu entfernen. Die Stadtverwaltung kann die Gefahr, die ihre Siedlung für jene darstellt, die rechtmäßig in diesem Gebiet wohnen, nicht ignorieren. Ihnen bleiben 3 Wochen, um alle provisorischen Behausungen zu entfernen und das Gelände in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Städtische Planungsbehörde, Managementabteilung 997-867-24552. Schön. Meine Stimme zu heben. Richtig, weg damit! Gegen Abmahnung. Wir sind das Volk. Was? So klingt das irgendwie. Ich weiß auch nicht. So. Ach so, da hinten waren noch Geister. Moment. Was ist da drin? Hallo, Thelvina. Oh, ich wollte da nicht reinkriechen. Warte mal. Ich gehe baden. Klingt wie ein Kappa. Ganz hier in der Nähe. Hey, Kappa, Kappa. Ah, da ist das Kappa hin von der Katze. Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey. Leg eine Gurke auf den Sockel. Wir locken ihn an. Was? Ich soll meine Gurke darauf legen? Klar, auf geht's. Ein Kappa. Und was jetzt? Versteck dich und warte, bis es frisst. Oh, der ist so... Wir schlagen zu, wenn es abgelenkt ist. Also abwarten. Mit der Geistersicht werden seine Spuren sichtbar. Jaha! Alter, dieser Backseat-Gamer, ne? Oh. Kann ich die Taschenlampe ausmachen? Die ist ein bisschen hell. Oh, du da drüben, hör auf zu heulen. Wenn es frisst, schlagen wir zu. Hallo, kannst du mal bitte zur Gurke gehen? Ich habe die mit Liebe gekauft, ja? Jetzt aber. Komm jetzt, friss. Es hat angebissen. Oh. Es ist entkommen. Shit. Was heißt das? Ich darf noch mal, richtig?
Ich war nicht gebückt. Das war das Problem gerade. Leg eine Gurke auf den Sockel. Ja, ich lege eine Gurke da drauf. Nina. Ein Kappa. Und was jetzt? Ich gehe jetzt schon mal. Dich. Ja, ja. Und warte, bis es frisst. Ich dachte, ich wäre unten. War ich aber nicht. Kann ich ihn einfach Schlagen erschießen? Zu, wenn es abgelenkt ist. Also abwarten. Ich bin für Gewalt. Können wir ihn töten? Mit der Geistersicht werden seine Spuren sichtbar. Ein Körper, ja. Ein Salat, guck. Hä, wo schwimmt denn der jetzt lang? Ich sehe den fast gar nicht mehr. Hey, Kappa, kannst du mal... Was? Ey, ohne Mist, ne? Diese Kappa-Quests sind echt nicht so cool. Wenn es frisst, schlagen wir zu. Es schwimmt gerade. Und pupst, glaube ich. Es hat so geblubbert. Ich glaube, das Kappa hat gepupst. Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey. Kannst du jetzt die blöde Gurke fressen? Okay, ich bin drin. Also unten meine ich. So, Hand raus. Hand raus. Hand. Es hat angebissen. Ja, schleichen wir uns leise an. Das sieht nach Töten aus, oder? Ich glaube, wir haben den Kappa wirklich getötet. Könnte nützlich sein. Alles machen wir kaputt. Wir sind schon echt Scheibenkleister. Oh, wer singt hier denn? Mann, die Nerven. Oh, ich wollte hier eigentlich hoch. Danke. Geh weg, du nervst. Entschuldigung. Hallo, Wuffi. Jetzt aber. Wir haben ihn umgesiedelt. Ach so, armes Kappa-Tier. Na, wenn der einfach an unsere Gurke geht, ohne zu fragen. Na, wir haben sie ihm ja dafür hingelegt. Wir wollten ja, dass er an unsere Gurke geht. Da unter der Brücke habe ich einen Kappa schwimmen sehen. Oh, ein schwimmendes Kappa. Das muss ein Anblick sein. Oh, echt? Da, was? Da ist ein Kappa in der... Also, was? Hau rein, Kumpel. Wirklich? Mach schön langsam. Spielst du doch wieder Dead by Daylight und hast schon wieder Sadako? Komm mit, ja, dann geh doch. Aber bitte nicht zu weit. Da ist noch ein Hund. Hund! Hund! Der hatte plötzlich einen... Apropos Bug. Der Eimerhelm. Who doesn't know the Eimerhelm? Gerade runtergefallen und unterm Schreibtisch gerutscht. 10-Minuten-Regel. Gurke. Dankeschön für Neurokappa. Kohlrabi. Gurke. Du bist ein Hübschen. Ja, du bist... Mal guck mal, wie der lächelt. Spielt ihr mit mir? Ja, ich will. Gurke. Hau rein, Kumpel. Bitte was? Danke, Kappa. Nochmal für den Euro. Also, wer auch immer. Also, mach danke, Kappa. Langsam. Tomate. Hat er nur ein Problem? Es ist nur ein Problem, solange du es als Problem siehst. Sobald du es nicht mehr als Problem siehst, ist es auch keins mehr. Gott, hier ist so viel.
Gefühlt sind einfach 80% der Geister hier gerade. Das nimmt wieder auch echt. Ende. Papa. Danke, Gurke, für den Euro. Dance Game. Oder vergammeln. Aber Squally, ist ein Duplo. Du kannst doch das Duplo nicht. Also, das kannst du dem Duplo doch nicht antun. Das ist gemein. Ihr wisst, dass ihr Bananen seid, ne? Also, ihr seid wirklich Bananen. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Okay, so weit komme ich nicht nach oben. Gut. Dann halt not. Oh, Essen. Squally. Danke, Duplo, für den Euro. Guck mal, Squally, dein Duplo ruft nach dir. Also, du kannst ihn doch. Also, dein Duplo ruft nach dir. Ei, gute Veritas. So, ich gehe jetzt mal außen rum. Ich hoffe, ich komme da irgendwie rein, weil. Ah, hier. Wie komme ich da hoch? Kann ich auf sowas draufsteigen? Ja. Dann easy. Dann cheat ich halt. Luna. Danke, Banane, für den Euro. Ich mag Bananen auch sehr gern. Dankeschön. Vielen Dank. Es ist Essen. Ich ignoriere Essen jetzt. Hä? Hä, wer ist sie denn? Ach so, das ist eine Papierputte. Ich dachte gerade, das wäre ein Schulmädchen mit Gesicht. mit Kopf, Entschuldigung. Hä, wie? Das hätte voll in die rechte Titte gehen müssen. Geht das schon wieder los? Oh, der fliegt aber langsam. Ich liege hier neben einem Raider. Mach mir Sorgen. Was? Warte mal kurz. Ach, weil Trix früher Raider hieß. Ja, jetzt warte doch mal. Ich rede gerade mit Chat. Hä, aber wo kommt es her? Wo kommt es denn her? Hä, seit wann kann die sowas? Seit wann kann die sowas? Sag mal, Mädel, wir können nicht. Ich treffe aber nicht. Warte mal, ich habe jetzt eine Idee. Das war zu weit, okay. Und Dankeschön, Duplo, Dankeschön. Squally, wie viel Essen hast du eigentlich da unter deinem Schreibtisch? Müssen wir uns Sorgen machen? Oder glaubst du, das ist alles noch... Aua. Okay. Wollte eigentlich darüber. Wir werden es gleich rausfinden. Ihr habt geholfen. Ihr habt dem armen Duplo geholfen. Es wird jetzt gerettet werden. Die Mission ist im Gang. Im Gange. Keine Sorge. Unsere Experten kümmern sich drum, ja? Kann ich da irgendwo hin? Echt? Eine Baustelle, wo ich nicht rein kann? Und wo keine 1000 Gegner sind? Das ist keine Baustelle mehr. Aua. Ja, geil. Daneben.
Danke, Bogen. Dankeschön für den Euro. Ja, das ist mir aufgefallen. Ich bin halt nicht so gut wie Kagome. Autsch. Ich würde gern das Essen haben. Danke. Gibt's hier jetzt noch irgendwas? Ich komm da nicht hin. Jetzt. Aua. Achso, da ist ein Deckel drauf. Wo versteh's? Hä, wo bin ich denn? Hier ist alles komisch. Nee, ich wollte hoch. Warum? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ne, hier ist Nebel, da gehe ich nicht weiter. So, jetzt würde ich gerne darüber gehen. Andere Seite. Nee, das war falsch. Herzlichen Glückwunsch, Squally. Wir sind alle sehr stolz auf dich. Herzlich willkommen zurück, Duplo. Schokobon gefunden. Ja, ich würde den auch vielleicht wegschmeißen, wenn, also... Eins nach dem anderen. Wenn du nicht mehr weißt, von wann es ist, ist es spätestens dann ein Zeichen, dass es lieber weg sollte, ja. Noch vor mir umzuziehen? Glückwunsch, Veritas. Aber... Waffelschummelig hat schon recht, das ist also so eine wirkliche Kunst, ist das nicht... Hä, da oben? Warte mal, was? Okay, ich muss da hin. Also wir kümmern uns gleich um die Hauptquest irgendwann, ne? Wo ist denn der Flatty? Der Flatty ist da drüben. Flatty? Ich glaube, ich komme da nicht zum Flatty. Flatty! Flatty! Ich bin beim Flatty. Wartet mal, ich sehe euch noch nicht. Wann? Also Hauptquest, wenn du so fragst, ne, dann nie. Danke für den Euro. Bald. Ganz bald. Also ist hundertprozentig sind wir ganz bald an der Hauptquest. Ich speichere mal kurz, ne? Also, einfach nur, weil wir uns gerade auf einem Dach befinden, nicht wahr? Irgendwas lacht hier. Hör auf zu lachen. Du hast keine Freude in deinem Leben zu verspüren. Ich sag mal so, du solltest Geduld haben, Hauptquest. Danke, Code Veronica. Danke für den Euro. Danke schön. aber Code Veronica spielen wir nicht mehr. Also, Veronica, du kannst dich darauf einstellen, wir spielen dich nicht mehr. Sehr viel Geduld. Hört auf jetzt damit. Danke, Sherlock Holmes, für den Euro. Dankeschön. Und dankeschön, Clippy, für den Follow. Dankeschön. Hey, Sherlock haben wir vor 2 Wochen gespielt. Also, wollte ich nur mal angemerkt haben. Also.
ist jetzt nicht so. Mobbing spenden. Willkommen auf Twitch oder so. Das ist so schön hier bei euch. Ja, ja, das, also finde ich auch. Nicht du! Zwei! Wartet mal! Du Penner! Du Pennerer! Aua! Hört doch mal auf! Ihr seid unfair! Spielstopp! Spielstopp, habe ich gesagt! Oh. Hey, jetzt triff den doch mal! Guten Abend, Herrin, und guten Abend, Chat Lunali. Was, Herrin? Was habe ich verpasst? aber wo ist der andere hin? Und Dankeschön für die 100 Bits aus. Awesome. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Oh. Was habe ich verpasst? Sorry, ich wurde gerade von Taschentüchern gemobbt. Grüne Punkte, auch schön, Scott, schön. Ja, vielleicht solltest du öfter mal drunter nachgucken. Oder vielleicht brauchst du ein Auffangbecken unter deinem Schreibtisch, dass da einfach so ein Netz ist, was du ab und zu mal leerst. Vielleicht hilft das. Die Frage ist jetzt, wie komme ich da wieder hoch? Hallo, Awesome. Ich hoffe, dir geht's gut. I hope so. Tempo. Das ist natürlich keine Markennennung, sondern die Taschentücher wollten Tempo machen. Also, sie sagen, ich soll sie schneller besiegen. Kann ich von hier aus das töten? Sehr schön. Aber Dankeschön, Taschentücher. Das ist super lieb, dass ihr euch so schlecht fühlt, dass ihr mich gerade gemobbt habt und ein Dach runtergekickt habt. Finde ich nett. Da müssen noch mehr von ihnen sein. Hä, noch mehr? Wo? Ach so, hinter mir. Ich rieche die Hauptquest, rieche ich fast schon. Ich rieche sie. Ich habe das Gefühl, wir sind fast da. Bald. Ich kann sie nicht zeigen, ich rieche sie nur. Darüber könnte ich. Oh, ups. Hallo. Ich muss nur ein paar Geister einsammeln. Ihr versteht es sicher, ne? Es ist also Frühling, Frühjahrsputz. Die Geister müssen halt hier weg. Das ist nicht schön für das Stadtbild. Das mag die Stadtverwaltung nicht. Also, seht ihr da hinten, wie schrecklich das Dach aussieht? Das kann man so nicht lassen. Ich habe auch einen Ruf zu verlieren, ja? Und, also, wisst ihr, die Stadt kann es halt echt nicht leiden, wenn ich dann mich nicht drum kümmere. Und deswegen muss ich das leider jetzt sauber machen. Oh, seht ihr, ich habe was gefunden. Das ist wichtig, das kulturelle ist gut. Was Hurricane. Ist das denn? Scharfe Wurfsterne, die durch Ninja berühmt wurden. Seht ihr, das können wir verkaufen. Wir sind reich. Scharfe Wurfsterne, die durch Ninja berühmt wurden. Im Allgemeinen können Shuriken in zwei Kategorien eingeteilt werden. Sternen und messerförmige Waffen. Viele Shuriken sind schwarz, damit sie von Zielpersonen schwerer zu erkennen sind, bis es zu spät ist. Es ist nicht bekannt, wie oft die historischen Ninja-Shuriken in ihren Kampfmissionen tatsächlich einsetzten. Viele Einzelheiten über Ninjas sind bis heute ein Mysterium. Eine Tatsache, die sie mit ihren tödlichen Wurfwaffen teilen. Also, da zahlen bestimmt ein paar Leute was. Notfalls jemanden... Warte, Naruto hat Wurfsterne, ne?
Der Naruto-Cosplay 0. Das geht schon. Okay, hier haben wir gemacht, ne? Das haben wir nicht gemacht. Das haben wir auch nicht. Wirklich, ich rieche sie. Ja, ich rieche sie. Sie ist nur noch ein bisschen schüchtern, die Hauptquest. Gute Besserung, Squally. Schon mal eine sehr angenehme Erholung. Und noch gute Besserung. Schätzung, wie lange das Spiel uns begleiten wird? Ich dachte tatsächlich, naiv wie ich bin, einen Monat, dann haben wir es durch. Also so mit zwei Streams und die Woche Ghostwire. Ich weiß nicht, ob ich das immer noch so denken würde. Aber wie komme ich denn da hoch? So nicht. Gut. Zeig Eingang. Ist nicht mehr zu Hause eingeschaltet. Squally wird sich da bestimmt freuen. Wobei, macht das einen Unterschied? Miau. Entschuldigung, wohnt hier jemand? Hallo? Oh. Die erwachte KI. Ein von KK verfasster Bericht über das massenhafte Verschwinden von KI-Forschern. Er wird dir zusätzliche Fertigkeitspunkte, bla bla. Uns erreichte ein Bericht über 7 Mitarbeiter eines Startups in Shibuya, die alle in derselben Nacht verschwunden waren. Die meisten Leute dachten, sie hätten bloß die Stadt verlassen, aber das war genau die Art von Fall, die wir uns genauer ansehen sollten. Ich habe keine Ahnung von dem ganzen Computerkram und noch weniger von Startups, also habe ich Rinko mitgenommen. Sie soll sich besser ein Profi die Sache ansehen, als dass ich mich dort zum Clown mache. Rinko ist eine Forscherin, genau wie Ed. Zufälligerweise hatten sie mal mit dem Kerl zusammengearbeitet, den wir kriegen wollen. Als sie Geister und Seelen und all das Zeug erforscht hatten. Ich kenne zwar keine Einzelheiten, aber am Ende haben sie Äther entdeckt und herausgefunden, dass manche Leute wie ich eine Gabe dafür besitzen. Jedenfalls forschte das Startup an künstlicher Intelligenz. Sie wollten eine KI erschaffen, die den Menschen überragte. Um es mit Rinkos Worten zu sagen, Forscher machen nur Ärger. Ein Haufen Leute, die ihre Nasen in Sachen stecken, in denen sie nichts zu suchen haben. Ich meine, nur weil sie etwas können, heißt es noch lange nicht, dass sie es auch tun sollten. Es kommt mir so vor, als hätte Rinko mit ihrer Aussage genauso sich selbst gemeint wie ihre Forscherkollegen. Das sollte sie auch, denn das ganze Chaos hat mit ihrem Institut und seiner Forschung am Jenseits erst angefangen. Wir durchsuchten das Büro und fanden schließlich die KI. Als wir sie anschalteten, begann das verdammte Ding zu reden, als hätte es eigenes Bewusstsein. Es war nämlich gar keine KI. Das war irgendein verdammtes Monster, das mich direkt in den Computer zog. Dieses Vieh war ziemlich schräg. Wahrscheinlich war es sogar an der ganzen Sache schuld. Es schwang eine riesige Schere und hätte es fast geschafft, mir den Kopf abzuschneiden. Och, das ist unsere Freundin! Zum Glück konnte ich es dann aber doch zur Strecke bringen. Die verschwundenen Mitarbeiter hatten wohl nicht so viel Glück. Sind wahrscheinlich alle tot. Rinko verlor auf der ganzen Rückfahrt kein einziges Wort. Ich glaube, die ganze Situation hatte einen Nerv bei ihr getroffen. Ich habe ihr gesagt, was sie hören wollte. Man ist kein schlechter Mensch, wenn man einen Fehler macht, sondern wenn man ihn nicht bereut. Oh, das ist ein schöner Ausspruch. Hallo, Bademöhre. Dass sie schließen, zu uns zu kommen oder vorher aussortiert werden. Das klingt jetzt nicht so positiv. Ich würde sagen, bis zum 14. Also den 14.08.2024. Ah, meinst du wirklich vor dem nächsten Silent Hill? Leute, ihr seid fies. Ihr seid echt fies. Hier ist Rinko. Aber die hatten wir doch schon. Eine Frau, die sich mit Akito zusammentut, nachdem Kaka von Yasutoko aus seinem eigenen Körper gerissen wird. Ohne ihren physischen Körper wandelt sie als Geist auf Erden. Wer hat ihren Körper? Wer hat ihren Körper? Ist das auch einer von den Vieren? Wir sind realistisch. Das ist ein Unterschied. Nein, ihr seid gemein. Du bist wieder da. Willkommen zurück, Squally. Tee in dein Bett geschüttet. Handtuch drunter und dann föhnen. Aber nicht zu heiß föhnen und den Föhn auf Abstand halten, sonst hast du einen schönen Flammenherd oder so.
Also ich kenne mich natürlich nicht damit aus, irgendwelche Flüssigkeiten im Bett auslaufen zu lassen. Aber also wenn ich das kennen würde, ich glaube, das finden wir in irgendeiner Quest. Ich habe das Gefühl, so komme ich da nicht rein. Ich glaube, das will nicht, dass ich das finde. Außer es ist hier natürlich ein Loch im Boden. Aber ich schätze nicht. Nö. Gut. Das. Ethan Moment. Klingt, als wärst du Expertin. Nein. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Es könnte vielleicht sein, dass ich schon ein paar Leute kenne, denen das mal passiert ist. Dankeschön für den Prime Resub. Dankeschön, Frozen Connery. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die 10 Monate. Dankeschön. Vielen lieben Dankeschön. Autsch. Komme ich da überhaupt hin? Da ist ja Nebel, ne? Oh, das geht. It's okay. Hallo, Freundchen. Bitte nimm mich mal da hoch. Hallo, Luda. Ja, das muss ein Ethan-Moment sein. Es hat uns nicht bemerkt. Komm, wir schleichen uns an. Jag ihm einfach hinterher, bis es stehen bleibt. Ich finde dieses, wir schleichen uns an, im Flug echt ganz, also interessant. Oh nein! Ich muss warte kurz auf mich, ne? Jetzt geh hoch. Warte kurz, hier ist noch Müll auf dem Dach. Wir müssen noch mehr von ihnen retten. Hä, warum geht's hier runter? Oh nein. Oh nein. Nein. Eins nach dem anderen. Ich kenne da wen um 10 Ecken, genau. Also mir würde sowas natürlich nie passieren. Hallo, Mago. Also, ich liebe das Spiel. Ich weiß nicht, wie es zum Zugucken ist, weil ich eigentlich nichts wirklich mache, außer Frühjahrsputz. Ich liebe das Spiel. Okay, wie komme ich da jetzt rüber? Schon eher so fliegen, ne? Ja, Mama will mich lieber als der Fliegenlappen. Jetzt, der hat auch Gefühle. Guck mal, wie süß er ist. Der sucht nur Freunde. Und tollpatschig wie ein kleiner Welpe. Schnapp's dir. Denn ich mach's einfach kaputt. Das sollte dich stärker machen. So. Also, jetzt haben wir das gemacht, ja? Dann würde ich sagen, gehen wir hier hin, weil hier ist das und das. Dann machen wir das und das. Und dann können wir zur Hauptquest. Wir sind fast bei der Hauptquest. Wir werden heute auf jeden Fall noch Hauptquest sehen. Ich verspreche es. Schön zum Zugucken, ist schön entspannt. Das freut mich. Das freut mich sehr. Heizdecke drüber gelegt. Das ist Cheaten, Squally. Du machst es gar nicht richtig. So. Hä, das war der erste Weg, den wir gegangen sind. Oh, das war der erste Weg, den wir damals gegangen sind. Also früher. Damals, als wir das Spiel irgendwie angefangen haben. Hä? Was macht ihr da? Damals wart ihr da nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel ist laut, ne? Laut. Mach leiser. Off ist das, Sir. Hallo, wirfst du mit Stühlen? Sir, ich bin empört.
Vortrag üben? Oh Gott. Ich weiß nicht, wie man jemanden dazu motiviert. Sowas hasse ich. Mitschreiben. Ich habe euch den Weg bereitet. Die Barriere zwischen den Welten ist schwach. Eure Stärke durchbricht einst unerschütterliche Mauern und hilft der Welt, sich neu zu erfinden. Seht, diese große Säule des Lichts bildet das Fundament einer neuen Welt. Ihr wandernden Seelen, kommt alle zu mir. Dies ist ein freudiges Ende und gleichzeitig ein wundersamer Neubeginn. Habt ihr gut aufgepasst, ja? Wird morgen abgefragt. Das sind die Worte unseres großartigen Erlösers. Morgen ist auch Stream frei. Das heißt ja nicht, dass ich nicht auf Discord abfragen kann, oder? ich wollte gerne die Pfeile wieder auffüllen. Dankeschön. Und ich wollte meine Gurken auffüllen. Gib bloß nicht alles aus. Ruhe, Kakaka. Ja, ja. Jetzt ist es vorbei. Toll, Kaka. Den kennt und immer an die anderen Charaktere denken muss. Ja, ja, deswegen nenne ich ihn auch regelmäßig Steffen. Weil, also, sorry, für mich ist es halt einfach Steffen. Also unser Akito. Och, nicht die Kinder! Nein, früher hat es hier nur so von Teamern gewimmelt. Was sind Teamer? Warum fühle ich mich bei dir immer so alt? Vielleicht, weil du alt bist. Vielleicht bist du einfach alt. Oh Gott. Ich hasse Schulkinder. Ich hasse die. Wirklich. Oh, nicht noch ein Junge. Komm schon. Nee, komm nicht. Bleib stehen. Bitte bleib. Oh, ich hasse die. Der springt ja immer so rum. Der mag auch Schulkinder. Son Goku? Damit also, bist du wohl bereit für ein paar neue Fertigkeiten. Also nicht Kaka, sondern Akito. Das, also... Ist der bei Son Goku? Ich habe Son Goku nie wirklich geguckt, weil es... Ich fand es nicht hübsch genug. Viel Erfolg, Alicia. Akito. Was, wen hat er gesprochen? Wie kannst du als Geist noch nikotinabhängig sein? Du hast ja auch keinen Appetit mehr und so. Ist eher ein Gewohnheitsding. Ich brauch das. Omega Pojison. Okay, was ist das? Das sind doch Pyramid Heads. Chat, wir haben es gefunden. Wir haben den Leak gefunden mit Pyramid Head. Deswegen ist abgestürzt. Toll, jetzt darf ich mich nochmal mit den Schulkindern rumschlagen. Das machen wir, weil wir Geld vergessen haben. So muss das gehen. Nein, ich mag dich nicht. Hör auf. Da spricht jemand in Son Goku. Ja. Ja. Ich hab durchgespielt. Ich habe deutsche Sprache durchgespielt. Son Goku als Thor in Dragon Ball Hamster. Genau, genau. Endlich versteht ihr, was ich euch sagen will. Können wir bitte aufhören, so sportlich zu sein? Oh nein. Lady, bitte hören Sie auf. Rennen Sie doch nicht so kopflos umher.
finden. Seht, diese große Säule des Nochmal schreiben wir nicht mit. Bildet das Fundament einer neuen Welt. Ihr wandernden Seelen, kommt alle zu mir. Dies ist ein freudiges Ende und gleichzeitig ein wundersamer Neubeginn. Mhm, genau. Was ihr sagt. Wir sind, hier war... Nee, wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin im Leben falsch abgebogen. Ich bin wieder richtig. Das sind eindeutig Pyramid Heads. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Entschuldigung, ja. In Tokio, danke. Wo bin ich und wie viele? Ja. Wie komme ich da hoch? Oh Gott, Hilfe, was? Du wirst wohl kämpfen. Oh ja, jetzt. Kämpf doch selber. Kaka, so ein Backseat-Kaka. Ich habe keine Muni mehr. Hau ab. Wo bist du? Diese Kinder, ne? Das sind normale Schulkinder. Warum haben die solche krassen Moves drauf? Heckzieht-Kacker. Korinthen-Kacker. Den finde ich gut, Clemmy. Aber wie komme ich denn da hoch? Ist da so ein Fliegi? Hey, soll ich dir neue Fertigkeiten beibringen? Nein, du sollst einfach mich in Ruhe lassen. Wärst du so weit? Nein, du sollst mich einfach in Ruhe lassen, bitte. Ich will einfach nur aufs Dach, okay? Oh nein. Oh nein. Da ist ein Partyzug unterwegs. Ich speichere. Nicht, dass es abschmiert. Kacker. Ich habe echt keine Munition mehr. Oh nee. Irgendwie jedes Mal, wenn wir das Spiel anfangen, kriegen wir so einen doofen Zug, ne? Hallo, Freunde! Es zieht uns rein! Zug fahren. Wir müssen kämpfen, um hier rauszukommen. Ich weiß. Ich sag euch, ne? Hört auf, nach mir zu werfen. Aua, nicht die Stühle. Ich sehe dich mit ganz anderen Augen. Warum denn? Ich habe nichts gemacht. Oh Gott, wer bist du denn? Ich hänge hier. Moment. Ich hänge fest. Moment. Spielstopp. Pause bitte. Aua. Can I get a choo-choo? Lunali Einheit 2. Kein Choo-choo? Wir haben hier schon Zug. Ein Partyzug. So, erste Welle Party-People besiegt. Wo sind die nächsten? Hinter mir. Toll. Oh Gott. Du denn her? Oh Gott, wie viele Kinder denn noch? Okay, Moment, Wasser. Gar nicht so schlecht. Könntest Chuchu du vertragen? Solltest mal bei Deichmann fragen, Lunali ein Tee.
Bitte was? Hilfe, Hilfe, Kinder, hört auf! Der Gong beendet nicht die Unterrichtsstunde. Ich beende die Unterrichtsstunde. Hört auf! Und nicht auch noch Jungs! Ich dachte, wir sind eine Mädchenschule! Habt ihr euch gerade gegenseitig abgedingst? Also, ich bin Fan davon. Ich find's gut, dass ihr Konflikte untereinander löst, ja? Und aufhört, mich damit reinzureißen, aber... können wir darüber reden? Hä, wieso war das so weit? Nee, das wollte ich nicht. Oh, hört auf. Oh, aua. Hört auf. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Das will ich haben. Hört auf. Hört auf, wir können über alles reden. Es gibt Nachsitzen. Oh, nicht die. Oh Gott, nicht die. Chef. Oh, nicht die. Oh, nicht die. Das letzte Mal habe ich die nicht geschafft. Ich hänge. Aua. Beide auf einmal. Nie wieder. Ich lasse mich nie wieder von den Pulli-Kindern töten. Unterwelt-Hoodies. Ach nee, Oden. Essen. So muss das gehen. Das sollte der letzte gewesen sein. Dankeschön, Awesome. Für die 100 Bits. Dankeschön. Machen aber nee, du getzt kein Chuchu. Und dankeschön, Lurker, für die 100 Bits. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir haben den Chuchu schon durchgespielt. Waren wir nicht vorbereitet? Doch, war ich. Ich bin ja freiwillig zu denen gegangen. Hä? Was ist mit dem immer? Wir müssen jetzt hier nach da. Aber ich weiß echt nicht, wie kommt man denn da hoch? Sag mal, ist der Fisch immer so nervig? Ja, er ist ein Stör. Was, nervig? Ich kann echt nicht so schön. Danke, Awesome. Das war, warte, hier, für dich. Danke für die 100 Bits. Nervig. Dive. Wisst ihr, Humor ist halt so eine Sache, nicht jeder kann Humor. Vielleicht sind wir einfach so eine Gruppe von Menschen, die humormäßig jetzt nicht ganz so gut sind. Sir, wollen Sie da gerade in das Auto einbrechen? Was macht sie denn da? Oh. Na toll. Wo kommt ihr eigentlich alle her? Ich habe doch schon längst sauber gemacht hier. Und nicht schon wieder Dicky. Du mit deinem Schirm nervst wirklich, ne? Wir müssen runter.